So, meine Damen und Herren, willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von GTA. Heute mal was ganz anderes, was jetzt noch keiner kennt. Wir sehen, Byte ist mir gerade als Mitarbeiter beigetreten. Ich weiß jetzt nicht, ob der andere Kunde neben mir am anderen Ende des Tisches auch noch beigetreten ist schon lange. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Ja, er ist dabei. Gaming Welt ist dabei. Und wir machen heute etwas mit Import-Export. Yay. Yay. So, lange nicht mehr bei mir gemacht. Wir sehen jetzt hier, das hat sich ein bisschen geändert. Und ich würde mal sagen, Fahrzeughandel mach mal. Fahrzeug beschaffen. Ein Fahrzeug haben wir schon drinnen und bestätigen. Jetzt bekomme ich gleich ein SMS. Fahrzeug, ein Centauro. Preislage Mittelklasse und Kennzeichen H3RO. Dieses Fahrzeug müssen wir jetzt erstmal abholen und dann wegliefern. Das ist jetzt der Anfang der Aufgabe. Ich gehe natürlich in die Firmengarage, weil dort steht mein Auto. Ja, Leute, ich habe mir eine Firmengarage jetzt geholt. Ich kann mir sowas leisten. Ich habe eine Weile jetzt gespielt gehabt, nebenbei, aber eben keine Aufnahmen gemacht. Grund ist ja eigentlich, dass ich viel zu viel aufnehme. Das habe ich ja euch gesagt, ich habe viel zu viel Aufruhr. Beim Firmenstudios. Aha. Also wir müssen uns reinschleichen, wurde mir gerade von meinem Assistent gesagt, weil es beim Filmdings ist. Wo seid ihr denn? Wir sind vor der Tür. Achso, ich bin schon losgefahren. Ich rufe uns. Gerade ein Auto. Also einen kann ich noch mitnehmen von euch, das wäre kein Problem. Nein, mein Auto kommt gerade schon. Was hast du denn für ein Auto? Ein Bullet hab ich mir jetzt gerade geholt. Okay, nice. So, also wir müssen jetzt zu diesen Filmstudios fahren, dieses Auto jetzt klauen und ja. Byte hat sich auch lange nicht mehr irgendwie gemeldet oder wir haben lange Zeit auch keine Videos mehr gemacht, hat gewisse Gründe gehabt. Er war schwanger und ich wollte das Kind nicht, deswegen haben wir uns gestritten. Nee, Spaß beiseite, Byte hatte seine kleinen Schwierigkeiten und der andere, den kennen wir überhaupt noch nicht. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Gaming-Welt, auch genannt Corin. Ich nenne ihn Koran. Ich weiß nicht warum, aber ich nenne ihn Koran. ich möchte gleich was sagen. Bei mir leckt es, deswegen werde ich auch gleich das Fahrzeug nicht fahren. Ich lade nebenbei immer noch hoch. Und zwar die Lego-Sachen. Nur so für euch jetzt, warum das gerade bei mir so leckt. Die Lego-Sachen habe ich schon vorproduziert bis zum Freitag. Weil die schon sehr lange mit der Produktion brauchen. Deswegen wird entweder Byte oder der liebe Koran jetzt fahren. Ich finde diesen Namen lustig. Ja. Vielleicht auch mal kurz zur Wichtigkeit. Bei mir wird es jetzt nur noch ein Video geben. Zwei Videos am Tag geben. Ein Gaming und ein Lego-Video. Für die Leute, die es noch nicht aufgefallen ist, aber ja. Selbst wenn ich am Wochenende 30 Stunden habe und Byte auch, ich werde nicht die ganze Zeit mit Byte das aufnehmen. Weil zeitmäßig kriege ich das nicht hin. So, bei irgendjemandem sind gerade Störgeräusche im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, bei wem es ist. Byte. Au. Scheiße. Okay, ja, geil. Eng geblieben. Ja, an den Lichtern dort. So, und jetzt ist es natürlich wichtig, erstmal gucken. Ah, Byte hat gerade geschrieben, kurz gemutet. Ist natürlich kein Problem. So, und hier ist das Auto und hier müssen wir jetzt uns erstmal... Ja, ich habe voll die falsche Waffe jetzt. Ah, hier ist mein MP. So, und jetzt muss einer von denen eben die nehmen und... Wer hat denn jetzt eigentlich... Ach, Gamer. Ja. Okay. Und der muss eben so vorsichtig wie möglich das den Wagen wegfahren. Weil sonst macht er mir Schaden. Wir sehen schon, 2000 Schaden macht er bei mir.
ich konnte diese 2000 ich konnte nicht Euro. Steuern. Da sagte ich, soll hier Shift drücken. Habe ich ganz kurz angetippt und auf einmal war ich da raus. Ja, dann versuch dich mal zu beeilen. Ich versuche hier schon die Polizei wegzuhalten. Gib mein Bestes. Diese 2000 muss ich jetzt als Reparaturkosten meinem Mechaniker dann zahlen. Und ich bin echt ungewohnt jetzt in GTA, deswegen, wenn ich so Scheibenkleister jetzt spiele, liegt daran, dass ich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. So, wir sind jetzt bei 3000 Euro. Mach ich sehr gut. Hui. Und da sind die Gegner unterwegs. Und ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes machen soll. Das Auto retten? So, erstmal das hier. Das ist jetzt kein Raketenwerf. Oh, ich glaube, bald der Schießschein auf den Heli ist sehr gut. Nee, hä? Ich komme mir gar nicht mehr klar, muss ich echt mal sagen. In der Zeit, wo ich jetzt versucht habe, die Bullen abzuhängen, stürzen irgendwelche Flugzeuge hier ab. Hab den Heli. Ach, warst du das doch mit dem Heli? Ich muss echt sagen, ich komme mir gerade gar nicht mehr klar. Ach, da ist er mit dem Centauro. Also bisher für dich zur Sache, wir sind bei 3300 Schaden. Geht ja noch. Ich find's echt schade, dass ich den das nie. 3360. Also man muss wirklich sehen, ich habe seit. Ja. Will ich nie. Ich habe jetzt zwar eine Weile gespielt, aber. Man sieht ja, ich bin extrem schlecht, weil ich habe jetzt vor kurzem nochmal PS gespielt gehabt. Wie Leute, die es auch wissen wollen. Und ja. Und ganz am Anfang war ja das Spiel noch schlechter. Bist du bald da, oder? Sind noch 2 Kilometer. Ich müsste es mir eigentlich auch mal markieren, eigentlich. Ach, beide schon da, oder nee, was? Nee. War Quatsch. Da steht aber einer, glaube ich, davor. Ach nee, es ist das Zielpunkt. Ach so. Der Zielpunkt, glaube ich, ist davor. So, ich habe noch 2,4 Kilometer und fahre jetzt mal auch lang. Die Mission davor habe ich nämlich nicht richtig mitgemacht. Ich bin wie jetzt irgendwie gefahren. Ich habe versucht, am Anfang was zu clearen, aber dann war ich so weit hinten, dass ich gar nichts mehr gepackt habe. Das versuche ich jetzt mal hinterher zu kommen. Ich habe ja schon einen schnellen Wagen. Aber Centauro ist natürlich schon ein geiles Ding. Ja, aber auf den werde ich auch sparen. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich fahre. Ich glaube, ich fahre den kleinen Bruder vom Centauro. Also ich empfehle euch diesen neuen Adder oder den neuen Porsche, die sind heftig. Ja. Okay. So, Fahrzeug wird abgegeben, wie fahrt's? Auch heftig teuer. Der Fahrer taugt wieder mal nichts und ich habe 3900 Reparaturkosten gezahlt. Also man muss dann wirklich mal wissen, wen lässt man als Fahrer. Was hast du denn hier für eine schicke Karre? Habe ich den Centauro oder was habe ich denn für eine Karre? Du hast einen Centauro, ja. Ah. So, jetzt gehen wir mal gucken. Ich war nämlich, wie gesagt, noch nicht im Lager. das. Was machen die Autos hier so quer? Also das. Hier ist einfach ein Taxi. Und hier stehen so viele Fahrzeuge rum. So, jetzt gehen wir mal gucken. Mit den Fahrzeugen, wie gesagt, das habe ich noch nicht durch. Jetzt. So, jetzt kommen wir endlich mal rein. Ah, Boss. Ganz hübsch, oder? Mhm. Oh, 40 Autos passen rein. Automaten für Snacks gibt's auch im privaten Bereich, warum auch nicht. Gibt's auch ein paar Nutten hier? Muss. Ah, ich kann auch. Geil, ich kann auch entscheiden, an wen ich verkaufe. Mhm.
different buyers will have different requirements. The mechanics on site to handle all of that. They work for themselves. So the Mechaniker aussieht. Company gets invoiced for repairs. We're also invoiced for the mods, but believe me, it's life easy. And you see, er macht das Leben einfach okay. This is what will store any of those big unwieldy modified vehicles off the Warstock site. Ach, hier kommen die Warstocks Fahrzeuge in. So ist es gemeint. Okay. Okay, that's it. Let's get moving on this. The more vehicle cargo we move, the more we'll impress Securo Serve. The more impressed they are, the more special vehicle work they throw our way. Stop by the office. Ist mir speziell. See you soon, boss. Okay, jetzt habe ich das Ganze kapiert ein bisschen. Und jetzt haben wir hier... Wie stehen die Fahrzeuge denn hier drinne? Hä? Okay. Ich würde sagen, das ist ein kleines bisschen gebackt hier, verbackt hier. Kommt ihr auch rein, oder? Ja. Ja, okay, also die Fahrzeuge sind ein bisschen komisch hier drinne, aber... Gut. Stuff only, okay. Oh, aus Orling. So, dann gucken wir mal mit dem Fahrzeug verkaufen. Wir tippen bei euch so laut rum jetzt. Okay, Todd, you wanna sell something? You're in the right place. We log everything that comes in on the site, so you can see what we got in the warehouse. Select a vehicle and it goes up on the export list to the top. Fahr mal bitte zum Lager. Cool. 31.000 krieg ich, okay. Ablieferungsproduktion. Oh, huh? Der Centaur. Was krieg ich denn für ein Centauro? Auch 31.000. Warte, lass mal reingehen. Oh ja, und hier ist die Special Collections Page. Clients pay extra to buy a full collection. Immer kurz gemütlich. Ah, mein Gott. Aha. So, okay, also wir haben jetzt verschiedene Sachen hier, die man sammeln kann, als Sammlung verkaufen, aber das möchte ich nicht. Deswegen probieren wir mal das erste Mal jetzt zu verkaufen den Wagen hier, den Omis, und guck mal, exportieren. So, und wir nehmen einfach mal die Provision für 78.000 und der braucht 15.000 für die Modifikation, das sehe ich auch nicht so eng. Okay, sehen wir mal, nehmen wir mal. Ach so. Sometimes you have to wait on other drivers being choosy, but you won't wait long. We got to change up the paint job. Wir müssen das Ding umlackieren. Ach so, sie können einfach jetzt muss ich selbst das Fahrzeug irgendwie umlackieren, okay? Leistungstuning. Und die Reifen umbauen, Reifenfarbe so. Und jetzt muss ich das Ding auch noch so machen? Siehst du uns? Ich sehe euch nicht. Alex, du musst es so unauffällig wie möglich tun. Ach so, naja, gut. Ja, das bisschen farbig macht es ja auch nie Unterschied, oder? Hast du Unterbodenbeleuchtung? Ich glaube vorne, aber es sieht man irgendwie nicht. Ja, aber wenn du die auswählst, dann kommen meistens Gegner.
Globales Signal. Ach du Heilige. In einem Fahrzeug fahren? Okay. Die Musik, die ist ja penetrierend. Geht es jetzt die ganze Mission so lang? Die Musik ja. Oh nein. Ich mach Radio an. Glaube ich mal. Ich will den erst wieder einholen. Centurno versus Centurno. Hey, ich hab kein Centurno, ich hab diesen Omis. Achso. Aber ich bin ja auch play da 1,5. Oh. Alter, das war knapp. Holy shit. Aber 78.000 kriege ich dafür, das geht ja. Das ist eigentlich recht gut Geld, was man hier macht. Und das sogar auf legale Art. Also man sieht gerade, bei mir leckt das gerade. Ich glaube, ich hoffe, ich komme jetzt nicht aus dem Spiel raus. Also ihr seht ja gerade, das wäre echt schade, wenn ich das jetzt verliere. Es ist zwar kein Geld reingeflossen, großartig, aber... Ah ne, jetzt, okay, geil. Also man sieht bei mir, dass eigentlich das überhaupt nicht mehr ordentlich lädt. Ja, bei mir auch nicht. Deswegen, könnt ihr gut möglich... Da ist irgendein Typ auf dem Server, der das, den Server zum Lenken bringt. Bestimmt ich mit meiner Schönheit. Ja. Yo! Warum habt ihr mich gerammt? Yo! Ja, ich kann nichts dafür, dass weiter. Achtung, wir fahren mal kurz weiter. Bei mir ist gerade irgendwie alles. Ja, das Grip irgendwie was defekt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das dann alles schneide. Aber wir haben es abgeliefert beim Fachhändler. Marktwertvolles 1% minus 100 Dollar. Mensch, Leute! Und ihr kriegt nichts. Warum kriegt ihr nichts? Hey, ist normal bei der, so, gut. Bei der Mission. Gut, Leute, da würde ich aber sagen, was ist jetzt erstmal und würde mal sagen, wenn ich mehr das Ganze gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt davon oder auch nicht. Wie gesagt, jeden Tag kommt nur noch ein Video und Byte habe ich jetzt verlinkt und ich wurde umgebracht. Geil. Also Byte ist verlinkt und ob ihr und trotzdem Dankeschön noch an dem anderen Typen, an Koran. Nein. Und dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch Wort. Ciao, ciao. Achso, eins noch. Endcard-mäßig. Auf einer Seite kommt ihr zu einem beliebigen Video, was YouTube euch vorschlägt. Auf der anderen Seite kommt ihr zur Playlist. Und oben seien beide Gesichter von mir und von Byte zum Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.